Herzlich willkommen zu Autospielen und einer neuen Folge von Karls E36. Bau den Hobel, ist doch jetzt wirklich. Ach ja, stimmt, Bau den Hobel, stand ja in den Kommentaren, über die wir uns übrigens sehr gefreut haben. Auch wenn sie teilweise etwas kritisch waren, aber an Kritik wächst man. Hat mir meine Lehrerin früher beigebracht. Du warst auf der Schule. Geht schon wieder gut los mit deinen Sympathiepunkten, Karl. Ja. Lass uns doch mal besprechen, was passiert ist in der Zwischenzeit. Wo wollen wir anfangen? Also das Erste, was mir ins Auge fällt, also in der Zwischenzeit seit dem letzten Video. Ne? Ja. So, was mir als Erstes auffällt, ist hier eine fette Bremsanlage. Genau. Ne? Ich habe weiter zusammengebaut und habe Bremse montiert, habe die Radnaben montiert, die Uniball-Querlenkerlager hinten montiert, Hinterachse zusammengebaut und so sieht es halt aus. Die Bremse sticht natürlich ins Auge. Ja, genau. Also all das, was du gerade angesprochen hast, versuchen wir jetzt gleich im Video aufzuarbeiten. Wir fangen mal an, die Hälfte vergesse ich bestimmt wieder, dann musst du mir helfen. Wir fangen mal an hier vorne an der Bremse. Erstmal sehe ich einen ziemlich fetten Sattel und auch die ganze Dimension von der Scheibe ist nicht unbedingt E36 M3 Standard, ne? Genau. Was ist die Standardgröße von der E36? 315 mm. M3. 3,2 oder 3,0? Beide gleich? Ja. Okay. 6 Kolben Festsattel von AP? Genau. CP9668. So heißt der Sattel? So heißt der Sattel, ja. Okay. Und das ist eine Scheibe schwimmend gelagert, ne? Reibring und Topf? Ja. Wie groß ist die? 355 mal 32 dicke, 355 Durchmesser. Ich sehe Stehbolzen. Ja. Mit verkupferten Radmuttern. Ja. Das macht den Radwechsel leichter. Also die Stehbolzen. Mit Sicherheit, ja. So, was fahrt ihr für Belege? PFC. PFC. Fahr ich. Und hier steht Schirmer Race Engineering. Genau. Die machen was an, weil der wahrscheinlich machen die nicht den Reibring. Nee, der Reibring ist ja von PFC. Ja. Topf- und Sattelhalter. Topf- und also Sattelhalter eigentlich kommt von Schirmer. Eigentlich die ganze Konstruktion der Bremsanlage. Weil da ist ja ein bisschen mehr dahinter als Topf und Scheibe zusammenschrauben und den Sattel montieren. Ja, das glaube ich dir. Ja, ansonsten Querlenker drin, Stabilenkgetriebe. Genau, Querlenker waren letztes Mal auch schon drin, aber noch nicht angebunden hinten. Genau. Also, da sehen wir jetzt ein Uniball-Lager der Firma IRP. Genau. Da kann man den Nachlauf auch noch direkt justieren. Ne? Warum ist hier Tape drauf? Das Tape ist drauf, weil die noch nicht festgezogen sind. Ach so, alles klar. Also wir hüten hier keine Geheimnisse gerade. Nein. Das bedeutet einfach nur, dass... Ja. Ne? Okay, alles klar. Das heißt, du kannst hier den Nachlauf nochmal justieren am Querlenkerlager? Genau. Und wenn du den Nachlauf verstellst, verstellst du aber auch damit den Sturz auch, ne? Parallel. Okay, aber den Sturz kannst du ja auch oben an den Domlagern verstellen, ne? So, was ist noch anders? Hier ist ein Ölfass drin, das simuliert das Motorgewicht. Genau, ja, ist ein Bremsenreinigerfass. Nein, das simuliert das nicht, das haben wir nur gemacht, als wir die Türen eingehangen haben. Ja, also damit die Karre jetzt nicht abhaut. Ja, richtig, weil der war vorher festgegurtet, weil wir Hinterachse schon eingebaut haben. Mhm. Diff noch nicht, aber Diff ist fertig, kommt auch morgen. Mhm. Und wenn wir dann hinten alles zusammenbauen und vorne ist noch nichts drin, deswegen haben wir halt vorne einfach das Fass reingestellt. Ja, verstehe ich. Ja. Safety first. Safety first. Safety first. Genau. Der schnellste E36, der wird ja in Boos gebaut, haben ja manche Leute geschrieben und Boos, gesagt. Kurz, um das mal klarzustellen, Boos ist Schirmer Race Engineering, ne? Die genau, sitzen da. Richtig. Ja. Also Steinwurf entfernt. Und das wurde halt kommuniziert. Ich habe da gar nichts zu gesagt, ich habe mich auch da zurückgehalten. Ja. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ein Auto, das halt, sag ich mal, schneller sein muss oder will, muss erst zusammengebaut werden. Und weißt du, wenn er schneller ist, ist er schneller und wenn nicht, dann nicht. So. Eben. Und die Welt dreht sich genauso weiter. Das ist korrekt, David. Ja. So, also gut, dann haben wir da an der Stelle ein bisschen Gossip. Vielleicht würde sich die Welt vielleicht ein bisschen schöner drehen, wenn du mal deinen E36 an Start bringst. Deinen E30, so, entschuldige. Jetzt hast du aber nochmal gerade die Kurve gekriegt. Ja, ne? ja. Ja, wir arbeiten dran. Weißt du, was ich schön finde grundsätzlich in der ganzen Szene? Wenn es ein bisschen weniger gegeneinander und ein bisschen mehr miteinander wäre. Kannst du mal kommentieren in dem Video. Ach, ja, das wäre so schön. Weil dann lass doch den anderen E36 schneller sein. Oder weißt du, vielleicht kommt übernächstes Jahr einer mit dem Eurofighter. Dann ist er noch viel schneller. Weißt du, wen interessiert, Alter? Es geht nur um die goldenen Ananas. Nein. Also das guck ist mal, David, das Ding ist ja, wir wollen ja einfach ein Technikvideo machen, wo halt Leute einen Einblick bekommen, was kann man machen. Hier sind die Specs, das bauen wir ein. Ja.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten wollen wir euch wirklich alles zeigen. Da geht es auch nicht drum, wie heißt das Video bei YouTube? Oder, doch oder, schon. Ja, natürlich. Wir haben nämlich hart geclickbaitet. Ja, aber du weißt, was ich meine. Es geht ja eigentlich nur drum, hier ist ein E36, das bauen wir ein, das kann man machen beim Auto und das wird auch definitiv funktionieren. Ja. So, und da ging es ja nicht drum, irgendwem vorab zu nehmen, pass mal auf, das wird hier mit Abstand das allerschnellste Auto im Ring. Wir wollten einfach nur ein Technikvideo machen, also als wir uns unterhalten haben und zusammengesetzt haben. Ja. Das sollte auch jetzt nicht irgendwie ein Hate oder irgendein Hype über irgendwelche Hates bekommen. Nein, und die Leute können kommentieren, wir freuen uns, wenn die Leute kommentieren. Auf jeden Fall, also sie können, ist doch alles. Und dann, weißt du, und dann ist alles gut. So, schreibt, was ihr wollt, schreibt, was ihr denkt, schreibt, was ihr wissen wollt, alles ist cool. Und jedes Auto hier hat seine Daseinsberechtigung und jede Firma hier hat ihre Daseinsberechtigung. Insofern, alles ist gut. Genau, und ist auch, wie gesagt, ob Leute mich sympathisch finden oder dich sympathisch finden, eher mich als dich. Das könnte natürlich passieren. Aber soll ich dir auch was sagen? Es ist mir aber auch egal. Ja, weil, alles gut. Ich habe nur Spaß gemacht. Ja, ich weiß. Ist in Ordnung. So. Aber wir fahren die Gemüter jetzt ein bisschen runter. Also ich bin unten. Ja gut, dann fast. Ich rauche jetzt richtig eine. Richtig ganz unten ist es. Ich rauche jetzt eine und dann ist alles gut. Ja, einfach mal. Wie war das? Finger ziehen. Hör jetzt auf, David. Jetzt haben wir ganz viel über ganz viel anderes gesprochen. Jetzt wollte ich noch mal fragen mit der Bremse. Ja. So, hier sehen wir ein Carbon-Ankerblech. Genau. Ne? So, das ist natürlich auch nicht Serie E36 M3. Richtig. Das ist eine innenbelüftete Bremsscheibe. Ne? Richtig, so, das hört man immer viel. Die meisten werden es auch wissen. Wir reden trotzdem noch mal ganz kurz darüber. Das bedeutet praktisch, dass die kühle Luft hier von innen an dem Topf in die Bremsscheibe praktisch eingeleitet wird. Und genau. Dann hier radial, ne, die Luft, die sich dann in der Scheibe erwärmt, nach und außen die Hitze aus der Scheibe rausholt, genau, gefächert wird. Darin rausgefächert genau, wird, richtig. Ganz genau. So. Und deswegen ist hier dieses Loch für die Bremsbelüftung auch hier am Topf in, sozusagen. Dass die kalte Luft von vorne kanalisiert wird, hier rein und dann genau. Aus der Scheibe raus, radial. Manchmal sieht man ja auch so Setups, wie zum Beispiel bei dem Auto von AVP, wo einmal der Sattel gekühlt wird und einmal die Scheibe gekühlt wird. Jetzt hast du mich. Jetzt habe ich dich. Das hat er nicht? Ich habe es mir nicht angeguckt, das Video. Ich bin enttäuscht, gerade. Persönlich. Aber abgesehen menschlich. Davon, menschlich. Ja. Sympathisch ist, die Sympathie ist dahin geschmolzen. Ja. So was von. Nein, sorry, ja. David. Ich habe es echt nicht gesehen. Das ist scheißegal. Ja. Ist es hier nicht. Doch, wirklich. Glaub's mir. Also du hast hier nur die Scheibe gekühlt genau. Und das wird reichen, sagst du. Wird man sehen. Für mich reicht's. Ja. 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 Wird man sehen. Vielleicht stehst du ja auch Breitscheid in der Wand. Weil die Bremse weg war. So, gut. Jetzt habe ich mich hier die ganze Zeit an dem Stabilisator festgehalten. Mhm. So, und da steht BMW, das ist eine BMW-Teilenummer. Das richtig. Heißt, das ist ein originaler BMW-Stabilisator. Genau. Nichts H&R, nichts, keine Ahnung, also kein verstellbarer, kein härterer. Nein. Pourquoi, würde der Franzose fragen. Oui, oui. nein, also das Ding ist halt einfach, das ist auch, das kann man auch nicht pauschalisieren. Es ist immer abhängig vom Fahrwerk. Mhm. Was fahre ich für ein Fahrwerk? Wie viel Untersteuern habe ich sowieso schon grundsätzlich im Auto? Wie ist das ganze andere Fahrwerk eingestellt? Und ich sag mal so, bei dem Fahrwerk, um halt das Untersteuern zu vermeiden, damit der ganze Vorderwagen nicht zu steif ist, habe ich halt einfach den Originalstabi verbaut. Mhm. Okay. Also das ist halt der einzige Grund. Wenn du jetzt, sag ich mal, ein Fahrwerk hast, was jetzt, sag ich mal, nicht so direkt und nicht so hart ist, in Anführungszeichen, kannst du wahrscheinlich auch vorne einen H&R-Stabi fahren. Okay. So, aber das war halt der Grund, warum ich halt vorne dann den Serienstabi wieder eingebaut habe. Okay. Also nicht zu verallgemeinern. Nein. Sondern in deinem Fall, für dein Setup jetzt mit dem Fahrwerk und den Federraten und was auch immer, genau. Ist der Stabi jetzt, ne? So. Ja. Also jetzt nicht alle sofort anfangen, die H&R-Stabis an der Vorderachse rauszuschmeißen, ne? Ja, genau. Hinten fahre ich ja auch H&R. Ja. Also hinten fahre ich ja H&R. Ja. Türen sind drin. In deiner Türen Demo. Sind drin, zumindest ja. Auf der einen Seite. Rechts fehlt noch. Man könnte zuerst auf den ersten Blick denken, also ich vielleicht mit meinem etwas ungeschulten Auge, auch was Carbon anbelangt, dass das eine GFK-Tür ist. Ja. Aber ist es nicht. Sind Carbon-Türen, ja. Sind Carbon-Türen, ne? Das sieht man auch, wenn man hier reinguckt. Was wiegen die? Oder was sparst du damit? Ja, das wollten wir uns angucken. Stimmt. Das wollten wir uns angucken. Du hattest nämlich hier extra... Hier, der Karl ist richtig vorbereitet diesmal. Ja. Das ist eine Radlastwaage.
Das ist eine von der Radlastwagen. Zweckentfremden, genau. Genau, die nutzen wir jetzt mal für die Türen. Die ist auch schon an. Das ist ja ein Zufall. Ist das gut, ne? Ja. Ja, willst du die Originaltüren holen? Ja, ja klar. Ich nehme die Originaltür und du nimmst die. Das ist jetzt eine hintere Tür, ne? Dann können wir jetzt mal vergleichen, was die wiegen. Das ist eine originale hintere Tür. Ja. Aber die ist auch, warte, schon, David, auch schon leichter als eine normale, ne? Warte, so, ich mache genau die noch auf Null. Die ist aber auch schon etwas so, gewichtsoptimiert, ne? Da ist keine Tür, ja, ja, die Tafel mehr drin, genau, also Carbonplatte, ja, 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 und so. Okay. Das ist alles schon also gemacht. Die wirkt schon ein bisschen weniger als eine originale. Okay, so. Dann kann der Mike das filmen und wir haben jetzt bei der Tür genau 15 Kilo. 15,5, aber... ja, irgendwie so in den Dreh. Gut, so, was wiegt eine hintere Tür? Aber da muss man sagen, ist jetzt noch hier keine Schlossgeschichte drin. Da ist noch kein Türgriff drin, da ist noch keine Scheibe drin, ne? Bei der hier, bei der genau, hier, richtig, ja. Es geht ja auch erstmal nur so ums ungefähre Gewichtsvorteil. David, was haben wir? Ich weiß nicht, was haben wir? 3,5. 3,5 zu 15,5. So, das ist hinten, sind 12. So, hier, was ist hier noch dran, was da noch nicht der dran ist? Der Spiegel, Spiegel, die Türschlaufe innen, die Scheibe und das Türschloss und der Griff. Und wir hatten hier eben, warte mal, haben wir 19,5 Kilo. So, und hier haben wir jetzt 4,5. Ja, gut. Und was war 12 das? 12 Kilo Gewichtsvorteil an der hinteren Tür. Ja. Wir sagen einfach, 2 Kilo kommen noch rein, Scheibe, Griff und so weiter und so fort. Ja. Haben wir 10 Kilo. Gewichtsvorteil an den hinteren Türen jeweils? Jeweils sind 20 Kilo Gewichtsvorteil. Ja. Und an der hatten wir jetzt, die hatte 4 Kilo. Und die 19,5. Und die hatte 19,5, ja. Sind 15,5 Gewichtsvorteil. So, mit Spiegel, gut, mit allem, was dazugehört, sagen wir einfach mal, sind 3,5 Kilo, also sind auch nochmal 12 Kilo. Pro Tür. Ja. Also haben wir 20 und 24. Ja. Sind nachher 44 Kilo. Gewichtsvorteil, nur, ja, an den Türen. Okay. Ja. 44 Kilo nur durch die Türen. Nicht schlecht, ne? Ja. So, jetzt fahren wir mal eben hoch den Hobel hier. Und was sehen wir? Hinterachse ist drin. Hinterachse ist drin. Das komplett sehen wir. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Bremssattel. Ja, der ist noch nicht da, der würde hier hinkommen. Ja. Ansonsten sehen wir schon Radlager eingepresst, ja, in den Radträger. Was fährst du für Radlager? Das Serie, ist ja BMW. Serie? Ja. Okay, ja. Also auch Radnabe, gesagt, Radlager, das alles Serie. Ja, weil das ist ja schon, Radlager ist schon extrem beansprucht auf der Nordschleife, ne? Ja. Also Serie- und BMW-Lager. Wir sehen hier, das war beim letzten Mal auch noch nicht drin, ah, das genau, ja, Federbein, inklusive, also ja, Feder und Dämpfer in allem, normalerweise E36er so, hier ist die Feder und hier ist der Dämpfer, und separat, und jetzt ist es komplett zusammen. Ne? Plus, wir sehen hier wieder die Schläuche zu den externen Ausgleichsbehältern, die sind im Kofferraum, die sind im Kofferraum. Davon machen wir jetzt ein Bild rein. Jetzt. Gut, das habt ihr gesehen. das war Videomagie. Ansonsten sehen wir hier verstellbare Sturzstreben, Uniball. Uniball. Uniball hier, Uniball da. Genau. Genau. Das ist auch nicht Serie 36 also. Damit kannst du ein bisschen mehr am Setup spielen, ein bisschen, genau, mehr Verstellmöglichkeiten, ne? Was den Sturz anbelangt. Was sehen wir noch? Ja, hier das Uniball-Lager Längslenker ist drin. Genau. Über die Alulager hier hatten wir letztens schon gesprochen, ne? Genau, das ist ja auch alles drin. Hier Fahrwerk-Alulager. Das Körper ist drin, wie gesagt, das Lift ist fertig. Was ist fertig? Das Lift. Ach so. Mhm. Das können wir morgen reinmachen und ja. Deswegen habe ich auch den Stabilität eingebaut. Okay. Okay. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Ja, das sind hier auch Alulager bei, ja, den Sturzstreben und die sind exzentrisch, ne? Genau. Das dient zur Rollzentrumskorrektur. Genau. Und das ist ein ziemlich spannendes Thema. Nicht ganz einfach, ziemlich komplex, ja, auch. Aber falls euch das interessiert, weil ich glaube, das wird jetzt den Rahmen hier vom Video ein bisschen sprengen, können wir noch mal ein extra Video dazu machen. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, ob es euch interessiert. Und dann können wir das machen. Weil vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock darauf. Kann ja auch sein. Hinten Stabi ist noch nicht drin. Was fährst du denn hinten? H&R. H&R, also hinten verstellbar. Stimmt, hinten hattest verstellbar, du auch, glaube ich, schon gesagt, ne? Hinten, also Stabi, ja, hinten Stabi zweifach verstellbar. Genau.
Jetzt können wir ja mal ein lustiges Ratespiel machen. Ja, raten. Tipps abgeben. Tipps abgeben. Was denkt ihr, was fährt der Karl? Oder ist das ein Geheimnis? Ach egal, scheiß drauf. das verfüge ich jetzt einfach. Ihr sagt mir jetzt, was der Karl hinten für eine Stabi-Einstellung fährt. Härter oder weicher? Also, ne? Das härtere oder das weichere Loch sozusagen. Was ist denn das härtere oder das weichere, David? Ja, das müsst ihr jetzt gerne wissen, ne? Das weichere Loch ist natürlich das, was den längeren Hebelarm ergibt. Und das härtere ist das, was den kürzeren Hebelarm ergibt. Konnte ich dich damit zufrieden stellen? Das ist korrekt, ja. Ja, gut. Man merkt einfach wirklich im Belangen, dass du Kfz-Meister bist. Ja. Ja, ja, ja. Wollen wir mal kurz meinen Kfz, meinen Meisterbrief rein? Ich wollte mir den schon ins Büro hängen. Ja, mach das doch. Mach ich mal, ja, ne? Aber jetzt, ich bin auch wirklich darauf angesprochen worden, ob du technisch wirklich so versiert bist, wie du in den Videos wirkst. Oder ob ich du dich technisch versiert, ja, in den Videos. Oder ob du dich immer vorher belesen musst oder das immer noch mal auffassen mir musst. Mir wurde auch schon teilweise das Gegenteil gesagt, dass ich nicht technisch versiert bin. Dann lies dir mal die Kommentare von dem letzten Video durch. Okay, ob ich nicht, also bei Zeig den Hobel lese ich nicht schon in die Autos rein. Weil muss ich nicht, auch. Weil ich nicht jeden Klux wissen kann von jedem Auto. Aber jetzt das, ja, ich glaube, wenn ich jetzt ein Video zur Rollzentrumskorrektur machen würde, würde ich mich auch da nochmal frisch lesen. Damit ich einfach sicher gehe, dass ich keine Scheiße erzähle. Und ich glaube trotzdem, dass es manchmal vorkommt, dass man Scheiße erzählt. Ja. Auch ich. Also garantiert. Auch ein David Herzig. Das kann ja, gerade ich. Also normal. Ich meine, das passiert. Das ist normal auch. Ne? Aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal Scheiße erzählt. Und wenn jemand dann auch darauf hinweist, dass das nicht richtig ist. Mit einer sauberen Kritik. Mit einer sauberen Kritik. Weil dann lerne ich dazu und alle anderen, die es noch nicht wussten, vielleicht auch. Oder die geglaubt haben, was ich vorher erzählt habe. Deswegen... Immer schreiben, immer verbessern, alles ist gut. Wir lernen dazu, zusammen. Als Team. Ja, so schnell kann es gehen, wir sind schon wieder fertig. Das war das Update von Karls M3 Le Mans. Beim nächsten Mal geht es weiter. Ja, wir haben, das war jetzt wirklich nicht meisterlich, dass wir das Auto so hochfahren, dass du so runterstehst. Das hat, genau. Boah, da hat mich mein, in der Handwerkskammer, der Lehrer, boah, hat mich so zusammengefaltet, weil ich ein Auto hochgefahren habe. Ne? War natürlich schnell, Prüfungssituation. Und dann habe ich das so hochgefahren, dass ich da so drunter stand. So einen Einlauf zu bekommen. Meinen Sie wohl, dass das meisterlich ist, wenn man so unter dem Auto steht? Du hast trotzdem Brief bekommen. Ich habe trotzdem Brief bekommen. Ja, ist doch scheißegal. Was wir beim nächsten Mal ansprechen sollten, ist Diff. Ist nächstes Mal hoffentlich drin. Diff ist auf jeden Fall beim nächsten Mal drin. Stabi haben wir gerade angesprochen, aber Bremse, Hinterachse können wir machen. Ist noch nicht drin, ja. Genau, und Radreifenkombi. Das könnten wir das auf jeden Fall noch machen, ja. Also seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt... Bau den Hobel. Tschüss. Gut. Gut.